Okay, dann schauen wir gleich weiter, was wir noch machen können an nicht-linearen Dingen mit Operationsverstärkern, weil wir können addieren und alle anderen linearen Operationen durchführen. Wir können jetzt logarithmieren und exponentieren, obwohl wir gesagt haben, in der Praxis ist das jetzt nicht so. Aber zumindest theoretisch kann man das machen. Wir können multiplizieren auf zig verschiedene Arten. Operationen, die uns noch fehlen, die man aus der Mathematik so kennt, werden halt zum Beispiel integrieren und differenzieren. Und auch das kann ich im Prinzip mit Operationsverstärkern machen. Und wir schauen uns hier mal das Integrieren mit einem Operationsverstärker an. Und im Grunde machen wir genau den gleichen Schmäh, was wir vorher schon gemacht haben, wie wir logarithmiert haben und Exponentialfunktionen gerechnet haben. Da wir gesagt haben, wir nehmen einfach ein Bauteil, wo in der Beschreibung von dem Bauteil eben drinnen steckt, dass dieses Bauteil eine gewisse mathematische Beschreibung, Funktion durchführt. Und wenn wir jetzt integrieren wollen, dann wäre das Bauteil, das ich hier anbiete, ein Kondensator. Weil wenn ich in einen Kondensator Strom reinschicke, dann lädt er sich eben langsam auf. Das heißt, man könnte sagen, die Spannung, die zu jedem Zeitpunkt an dem Kondensator anlegt, ist das Integral von dem Strom, das halt durchgeflossen ist, seit irgendeinem frühen Zeitpunkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel konstant 1 Ampere durch einen 1-Farad-Kondensator durchschicke, dann nimmt eben die Spannung an diesem Kondensator in jeder Sekunde um 1 Volt zu. Also man sieht, das ist alles noch sehr schön in einem kohärenten Einheitensystem auszudrücken. Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich einfach nur so einen Kondensator aufladen möchte, dann müsste ich ja quasi einen konstanten Strom erzeugen mit meiner Eingangsspannung. Und das ist jetzt nicht immer so einfach, weil damit ich den Kondensator aufladen muss, die Spannung am Kondensator, die nimmt ja zu, dann muss quasi das, was diesen Strom liefert, irgendwie mitgehen. Also ich kann das nicht einfach nur mit einem Widerstand machen, weil irgendwann ist der Kondensator so weit geladen, dass der Wert am Kondensator gleich ist der Spannung, die ich anlege, oder zumindest das nähert sich so asymptotisch. Und dann fließt da kaum mehr Strom, weil kaum mehr Spannung an den Widerstand abfällt. Aber mit dem Operationsverstärker haben wir dieses Problem nicht. Weil da haben wir gesagt, dieser Punkt, diese virtuelle Masse, das heißt, wenn wir hier zum Beispiel 1 Volt über Ground anlegen, dann fällt an diesem Widerstand immer 1 Volt ab. Der Strom, der dabei erzeugt wird, kann ja hier nicht rein, weil der Eingang hochohmig ist von dem Operationsverstärker. Das heißt, dieser Strom, der fließt durch den Kondensator durch. Und der Kondensator, der lädt sich und lädt sich und lädt sich, und der Ausgang von dem Operationsverstärker wird halt negativer und negativer und negativer, damit eben, wenn ich die Spannung an einem Kondensator zu der Ausgangsspannung dazulege, dass ich hier eben auf Ground bin. Damit habe ich genau das integrierende Verhalten. Ich lege hier konstant zum Beispiel 1 Volt über Ground an, sagen wir, das ist ein 1 Kilo-Ohm Widerstand, dann fließt da 1 Milliampere, und sagen wir, das ist ein weiß ich nicht, 1 Millifarad Kondensator, dann nimmt er die Spannung an dem Kondensator jede Sekunde um 1 Volt zu. Bis ich ihn wieder abdrehe. Wenn ich hier abdrehe, wenn ich hier auf Ground setze, fließt kein Strom mehr durch den Widerstand, damit auch kein Strom durch den Kondensator. Und damit bleibt der Kondensator auf genau der Spannung geladen, auf der er ist. Also auch das ist ja das, was wir von einem Integrator sozusagen erwarten würden, wenn ich da konstant 0 hineinschicke, dass der einfach den Wert, auf dem er ist, hält. Weil konstant 0 heißt keine Änderung. Gut. Kann sich das jeder vorstellen? Oder soll man ein Bild aufzeichnen, wo wir Spannungen und Ströme über die Zeit haben? Na, nichts, dann zeichnen wir ein Bild auf. So. Also ich zeichne mal die Schaltung ab. Was? Das ist lustig. So, also. Schau nachher aufs Video. Gut. Also, wir haben hier Ground. Das heißt, wir haben hier quasi unser virtuelles Ground.
das Ground. Wir haben hier unsere Eingangsspannung. Und die messen wir natürlich relativ zu Ground. Das heißt, wir haben hier einen Strom, das ist einfach nur ein Bezugssinn, den wir gewählt haben. Und wenn die Spannung positiv ist, dann ist eben der Bezugssinn gleich dem Richtungssinn von dem Strom. Wenn die Spannung negativ ist, dann ist auch der Strom negativ gemessen an diesem Bezugssinn. Und wir haben hier quasi die Spannung, die an dem Kondensator abfällt. Und damit haben wir hier das U-Out. Und das U-Out ist natürlich diese Spannung, die da abgefallen ist. Wir haben hier Ground und wir ziehen dann das davon ab. So, also schauen wir uns über die Zeit an, wie sich da unterschiedliche Größen verhalten. Das ist jetzt mal die Zeit. Jetzt suchen wir andere Farben. Und ich würde sagen, wir sagen mal U1, das ist rot. Und wir fangen quasi an wir haben hier 0 Volt und dann schauen wir, was passiert bei einem positiven Puls. Dann machen wir die Zeit lang 0 Volt, dann schauen wir an, was passiert bei einem negativen Puls. So. Gut, jetzt können wir uns als erstes überlegen, wie denn dieser Strom hier ausschaut bei diesem Spannungsverlauf. Den Strom, ich nenne ihn jetzt mal I in und sage mal, das ist eine gepunktete Linie, weil ich habe nicht so viel Farbe. Solange wir hier sind, solange die Spannung 0 ist, haben wir hier Ground, kein Spannungsabfall an dem Widerstand, haben wir dementsprechend auch, ich zeige das ein bisschen versetzt, damit man sehen kann, dass das zwei Dinge sind, haben wir auch keinen Strom. So wie wir hier eine positive Spannung anlegen, haben wir natürlich einen positiven Spannungsabfall an diesem Widerstand. Das heißt, wir haben einen positiven Strom gemessen an diesem Richtungssinn. Und jetzt habe ich natürlich hier an der Achse bereits eine gewisse Skala für Spannung, aber ich habe nicht wirklich eine gewisse Skala für Strom. Jetzt kann ich das quasi beliebig wählen und nur um zu signalisieren, dass es das einfach zwei unterschiedliche Größen sind, zeichne ich das jetzt zum Beispiel hier ein. Aber natürlich könnte es genauso gut gleich sein mit der Linie oder höher, weil ich ja keinen Umrechnungsfaktor hier irgendwo habe zwischen Spannung und Strom. In der Periode ist es natürlich wieder gleich, weil wir Ground hier haben und Ground hier. Und wenn wir eine negative Spannung anlegen, haben wir dann auch einen negativen Strom, der durch diesen Widerstand fließt. So, und dann haben wir hier wieder... Integrieren. Genau. So, und jetzt überlegen wir uns, wie wird sich diese Spannung hier verhalten, und besser, wie wird sich dieser Punkt hier U-Out. Und beim Integrieren habe ich natürlich immer das Problem, ich brauche irgendeine Art von Anfangsbedingung. Nicht? Das ist, da könnte am Anfang auf irgendeinen beliebigen Wert geladen sein und wir können jetzt entweder sagen, wir wählen einfach 0 oder damit die Linien nicht so übereinander sind, sage ich einfach, ich beginne hier oben. Das ist der Zustand. Auf das war halt zufällig dieser Kondensator geladen, wie wir angefangen haben, die Schaltung zu betreiben. Und hier in der ersten Phase fließt kein Strom. Also es fließt kein Strom durch diesen Widerstand. Und wenn ein Strom durch diesen Widerstand fließen würde, dann könnte der natürlich nicht durch den Aufwand, weil der ist hochohmig am Eingang, der müsste durch den Kondensator. Genauso, wenn da kein Strom fließt, fließt eben auch dieser kein Strom durch den Kondensator. Also der Kondensator ist dann genauso stromfrei. Was passiert dann bei einem Kondensator, wenn ich keinen Strom durch den Kondensator bekomme? Ja, der hält die Spannung, wenn ideal ist. Wenn nicht ideal ist, dann kann das irgendwie driften. So oder so, also bei diesen riesigen Kondensatoren kann es auch ein Problem sein, wenn die im Regal liegen, dass wenn man die Anschlüsse nicht kurz schließt, dass die dann Spannungen aufbauen im Laufe der Zeit. Aber wir gehen von einem idealen Kondensator aus, das heißt, der ändert sich nicht. Der ändert sich ja nur, wenn ich Strom durchschicke. Das heißt, hier in der ersten
in der ersten Periode hier, da habe ich überhaupt nichts. So, und jetzt haben wir einen positiven Strom, der in dieser Richtung durch den Kondensator fließt. Das heißt, der Spannungsabfall an diesem Kondensator wird zunehmen, weil wir lassen der Strom durchfließen. Das heißt, was wird die Ausgangsspannung machen? Wird die zunehmen oder wird die abnehmen? Wird die größer oder wird die kleiner? Ja, es wird kleiner, weil hier bleibt es ja auf Ground. Und wenn jetzt an dem Kondensator eine größere Spannung abfällt, dann heißt das, der Punkt geht weiter unter Ground. Oder in dem Fall haben wir zwar über Ground gestartet, das ist aber nur unsere Startbedingung, aber wenn ich da jetzt Strom in die Richtung durchschicke durch den Kondensator, dann wird das Ausgangspotenzial abnehmen. Und zwar proportional zu dem Strom. Und wenn dieser Strom eben konstant ist, dann heißt das, dass ich hier in einer geraden Linie jetzt die Spannung verändere. Das wird nicht irgendwie so eine RC-Ladekurve sein, wie wir das kennen, wenn man einfach eine RC-Schaltung hat, weil da ändert sich ja dann der Strom über die Zeit, weil sich über die Zeit die Spannung ändert an den Widerstand. Hier ist aber die Spannung an den Widerstand konstant. Der Strom durch den Kondensator ist konstant und damit ist auch die Spannungsänderung am Kondensator konstant. Und wir haben jetzt irgendwie sowas. Die genaue Steigung hängt natürlich davon ab, was die Spannungen sind, was der Widerstandswert ist und dann natürlich, wie groß der Kondensator ist. Wie ist denn das? Wird das steiler sein oder flacher, wenn ich eine größere Spannung hineinsetze? Steiler. Wird das steiler sein oder flacher, wenn ich einen größeren Widerstandswert verwende? Flacher, weil der Strom weniger wird. Wird das größer sein oder steiler sein oder flacher, wenn ich einen größeren Kondensator verwende? Flacher, weil dann der Strom weniger ausrichtet. Man stellt sich vor, wenn ich ein riesen Becken habe und da gebe ich eine gewisse Menge von Wasser pro Zeiteinheit hinein, dann wird das nur sehr, sehr langsam steigen. Während, wenn ich irgendwie so eine Eprovette habe, wie bei der Chemie, die nur einen sehr kleinen Durchmesser hat und ich leere da Wasser rein, dann wird diese Eprovette ganz schnell voll. Gut, in diesem Augenblick sind wir wieder stromfrei. Das heißt, was wird der Kondensator machen? Gleich bleiben. Und dann bleibt auch der Ausgang gleich, weil wir jetzt quasi immer eine gleiche Spannung haben zwischen der virtuellen Masse hier und dem Ausgang. Also zeichnen wir das so. So, und jetzt fließt der Strom in die andere Richtung. Jetzt haben wir einen negativen Strom gemessen an diesem Bezug. Das heißt, der Strom fließt hier wieder raus. Das heißt, in welche Richtung wird sich jetzt die Ausgangsspannung verändern? So, perfekt. Und jetzt schaue ich, ob ich die gleiche Steigung hinkriege. Naja, bin auch schon zu weit, außerdem hört es hier auf. So. Und das natürlich, bis der Strom aussetzen kann. Das ist wieder gut, also das ist der Integrator. Was könnte ich mit dem Integrator machen? Wenn ich einen Integrator habe, was mache ich mit so? Genau, ich kann ein Rechtecksignal in ein Dreiecksignal umwandeln. Zum Beispiel eine ganz häufige Anwendung. Ich könnte natürlich alle möglichen ganz obskuren Sachen machen. Wenn ihr ein bisschen sucht auf YouTube, da gibt es ein Video, ein uraltes Video von einem analog aufgebauten Vorgänger von Pong quasi. Also es hieß nicht Pong, es hieß Tennis for Two. Also wenn ihr sucht Tennis for Two und irgendwie analog und so, dann da findet ihr etwas. Und da sieht man quasi einen Oszillbildschirm und da geht so ein Punkt hin und her. Und da sage ich zum Beispiel, der soll sich mit einer konstanten Geschwindigkeit, dieser Punkt am Oszillbildschirm, von links nach rechts bewegen. Dann könnte ich sowas machen, indem ich quasi über einen Integrator eine konstante Spannung nehme und dann ändert sich eben linear diese Spannung am Ausgang. Gut. Quizfrage, jetzt, was werde ich machen, wenn ich jetzt nicht integrieren, sondern differenzieren möchte? Ich werde es vertauschen. Genau. Ich gehe die Umkehroperation, also mache ich es zu beiden Arten. So. Und
Wie funktioniert dieser Differenzierer? Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt fangen wir wieder an mit dem Fall, wo sich am Ausgang nichts tun soll. Wann sollte beim Differenzierer am Ausgang nichts sein? Beim konstanten Signal. Genau, wenn das Eingangssignal unverändert ist. Weil beim Differenzierer wollen wir uns die Änderungen von dem Signal anschauen. Das heißt, wir überlegen uns, was wäre in dem Fall, wenn der Eingang, sagen wir mal, konstant auf Ground liegt. Einfach nur um einen konkreten Fall von konstanter Signal herauszubilden. Das ist auf virtuelle Masse, das ist auf Ground. Da tut sich dann irgendwie nichts, der Kondensator ist ungeladen. Damit haben wir de facto hier, unabhängig von dem Widerstandswert eigentlich, eine Art Impedanzwandler, der uns nur das Bound-Signal liefert. Gut, was ist, wenn ich das Eingangssignal jetzt konstant auf 1 Volt habe? Und sagen wir, ich habe das schon seit Ewigkeiten. Also wir schauen uns nicht an, was passiert nach einem Sprung von 0 Volt auf 1 Volt, sondern wir haben da mal 1 Volt angeschlossen, sind weggegangen, sind wiedergekommen und jetzt fangen wir erst an zu messen. Wir wissen gar nicht, was vorher war. Dann werden wir hier 1 Volt haben. Was werden wir hier haben? Ground. Immer Ground, virtuelle Masse. Das heißt, wir haben hier einen Spannungsabfall von 1 Volt. Das ist natürlich nur möglich, wenn dieser Kondensator auf 1 Volt geladen ist. Also da sind irgendwelche Ladungen drinnen, die jetzt dafür sorgen, dass hier 1 Volt sein kann und hier 0. Und das ist stromfrei, weil das ist ja, da gibt es keinen Anlass, irgendwie Strom in irgendeine Richtung zu fließen. Das heißt, das Einzige, was jetzt hier anders ist, ist das Eingangssignal, aber an dem Punkt ist die Schaltung schon gleich wie vorher. Und wir können genauso argumentieren, dann muss am Ausgang 0 sein, weil alles, was der Op-Amp sieht, ist gleich. Was ist aber jetzt, wenn sich die Eingangsspannung langsam verändert? Also die startet zum Beispiel bei 0 Volt und dann geht sie auf 0,1, 0,2, 0,3. Nicht in Sprüngen, sondern ganz, ganz kontinuierlich und regelmäßig. So dass die Eingangsspannung, sagen wir, machen wir da alles einfach, sagen wir, das ist ein Einfachradkondensator, ein 1 Ohm Widerstand und die Eingangsspannung ändert sich um 1 Volt pro Sekunde, nimmt sie zu. Wenn ich einen Kondensator habe und ich möchte, dass die Spannung am Kondensator um 1 Volt pro Sekunde zunimmt und der ist 1 Farad groß, was für einen Strom habe ich dann? 1 Ampere. 1 Ampere, genau. Das heißt, solange ich hier quasi um 1 Volt pro Sekunde die Spannung oder das Potential erhöhe, die Spannung am Kondensator damit auch um 1 Volt pro Sekunde erhöhe, muss ich 1 Ampere jede Sekunde da hineinschieben. Und das kann natürlich nicht da hinein, weil der Eingang ist Hochmoment. Das heißt, das 1 Ampere fließt durch den Widerstand. Das ist ein 1 Ohm Widerstand. Ja. Schicke ich das 1 Ampere wirklich da rein? Ja, das schickst du da hinein. Anders geht es nicht, weil es muss von irgendwo da kommen. Der kommt nicht aus dem Op-Amp. Möglicherweise fließt er in den Op-Amp dann da hinein, je nachdem, was der Op-Amp, was die äußere Beschaltung von hier noch ist und ob du da Strom entnehmen möchte oder nicht. In der Realität mache ich das natürlich nicht mit einem Farad und dann brauche ich da auch nicht 1 Ampere und dann ist alles ganz unproblematisch. Aber jetzt ist es einfach schön und anschaulich zu rechnen, wenn man da mit kohärenten Einheiten alles auf 1 setzt. Also wir haben jetzt hier quasi eine Spannungsänderung von 1 Volt pro Sekunde. Damit haben wir einen konstanten Strom durch den Kondensator von 1 Ampere. Dieser konstante Strom muss natürlich durch diesen Widerstand durch, wenn das ein 1 Ohm ist, wird das diesem 1 Ampere wieder 1 Volt und dann haben wir hier konstant minus 1 Volt. Wir haben also eine konstante Änderung, wir haben nicht ein konstanten Eingangssignal, sondern wir haben eine konstante Änderung des Eingangssignals und das bewirkt ein konstantes Ausgangssignal. Weil uns nur die Änderungsrate interessiert. Machen wir noch so ein Bild, oder? Nummer Frage. Ja? Wenn ich jetzt einen Integrierer und einen Differenzierer in Dreier schalte, ja? Müsste ja eigentlich wieder das Signal rauskommen, was ich reinschicke. Ja, plus. Mit einem Offset. Also, wenn du ja wenn du quasi integrierst und differenzierst, was du verlierst, ist dann quasi der DC-Pegel, der ursprünglich. Aber wenn du quasi, genau, Gleichschaltanteil. Aber wenn du quasi nur den AC-Anteil anschaust, nur die Wellenform selber, aber nicht darum kümmerst, wo die im Spannungsbereich steht,
dann ist es richtig, es kommt das Gleiche wieder. Also beim Integrieren und Differenzieren, wenn man so, wenn man es in der Reihenfolge macht, dann gibt es ja nicht mal ein Offset. Andersrum gibt es ein Offset. Es gibt immer ein Offset, weil du im ersten oder im zweiten Glied das drinnen hast. Und so wie du das hier drinnen hast, kommt einfach kein IC-Anteil durch. Da kann man ganz unmathematisch darüber argumentieren, wenn ich da eine Signalkette habe und irgendeine Signalkette habe ich so einen Kondensator, der zwei Teile trennt, dann gibt es keine Möglichkeit, die Information über einen gleichen Teil vom Anfang der Kette bis ans Ende der Kette kommen. Ja, weil der Kondensator irgendwo voll ist. Genau. Gut, sollen wir noch so ein Bild zeichnen für den Differenzierer? Gut, machen wir das. So. So, also das ist unsere Schaltung. Und wir haben unseren Uin. Und das Uin ist natürlich gleich der Spannung am Kondensator. Und wir haben unseren Strom. Zeichnen wir hier ein. Iin. Und dann haben wir unser U auf. So, und wir fangen wieder an mit dem Eingang. So machen. Und haben wir vorher so ein Rechteck gemacht. Nicht? Wir haben quasi einen Gleichanteil gehabt, dann sind wir gesprungen auf ein anderes Niveau, sind wieder gleich geblieben, sind wieder gesprungen. Macht das Sinn, so ein Eingangssignal für einen Differenzierer zu machen? Weil das Signal so springt. Genau, das ist eine Unsittlichkeitsstelle, das kann ich nicht differenzieren. Also wenn ich quasi da wirklich einen perfekten Rechteck hineinspringe, der unendlich steil ist und einen perfekten Differenzierer habe, in dem Augenblick, wo ich springe, muss der Ausgang eine unendlich große Spannung annehmen. Also das ist kein gutes Testsignal für einen Differenzierer, dass man da Sprünge macht, sondern wenn man differenziert, will man eigentlich Dinge, die sich kontinuierlich ändern. Ja, also eher nicht. Was in der Praxis passieren wird, ist, dass die Quelle den Strom nicht liefern kann, den er bräuchte, um so einen Spike am Ausgang zu machen. Dann ist ja eigentlich dort nicht ein Uin, sondern ein Iin. Naja, wir gehen quasi davon aus, wir haben einen guten Treiber und letztendlich wollen wir aber schon das charakterisieren, mit der Spannung, die wir reinschicken. Wenn wir das nämlich charakterisieren an dem Strom, den wir reinschicken, dann ist es völlig wurscht, ob ich da einen Kondensator habe oder nicht. Wenn ich da schon sage, am Eingang, ich schicke da jetzt 1 Ampere rein, ja, dann wird minus 1 Volt rauskommen. Ich muss es halt nur schaffen, da konstant 1 Ampere reinzuschicken, weil der Kondensator wird sich immer mehr und mehr und mehr aufladen. Das heißt, dieses Bild von es ist ein Differenzierer, das haben wir nur, wenn wir uns die Eingangsspannung anschauen. Und schauen, wie daraus dann eine Ausgangsspannung wird. Also was ich jetzt vorschlagen würde dafür, ist, dass wir ein Eingangssignal wählen. Das können wir jetzt versetzen. Das muss ja nicht unbedingt in Null herum sein, weil wir interessieren uns nur für Änderungen. Das eine Zeit lang konstant ist, dann vielleicht so ein bisschen zunimmt, dann wieder eine Zeit lang konstant ist und dann vielleicht wieder abnimmt. Also das ist unser Eingangssignal. So, dieser Punkt hier, der ist wieder unsere virtuelle Masse. Schreiben wir da wieder. Virtuelle Masse. Das heißt, wir haben jetzt hier am Anfang konstant diese eine Spannung. Wir haben konstant Ground. Das heißt, der Kondensator ist hier mal auf das geladen. Und der bleibt genauso geladen. Das ändert sich nicht, die Ladung vom Kondensator. Damit sich die Kondensatorladung nicht ändert, wie viel Strom muss ich durchschicken? Nichts, genau. Kein Strom, keine Änderung.
Das heißt, dann machen wir den gepunkteten Eingangsstrom und der Eingangsstrom, der ist in dieser Phase hier 0. Okay, jetzt lade ich hier den Kondensator kontinuierlich auf. Und damit der Kondensator das macht, dass der eine gewisse Spannung pro Zeiteinheit zunimmt, muss ich einen konstanten Strom anschicken. Genau, wir haben dieses Q ist Q, ihr erinnert euch, also Q ist gleich C mal U. Das heißt, ich muss quasi, damit die Spannung konstant zunimmt, muss die Ladung konstant zunehmen und die Ladung ist ja eben nichts anderes als das Integral des Stroms. Also wir müssten, also damit das hier passiert, hier eine ganze Zeit lang konstant einen gewissen Strom hineinschicken. Das heißt, wir haben da einen Sprung, zip, und dann haben wir hier diesen konstanten Strom. Und das zeichne ich jetzt so wie auf einem alten Analog-Oszillator, wo man einen Sprung hat. Ja, wir können da so. Und hier haben wir wieder, aha, ich bin zu weit gegangen. hier, so. Hier haben wir wieder einen Punkt, ab da ändert sich es nicht. Keine Änderung an der Kondensatorladung, heißt kein Strom durch den Kondensator. Also geht es wieder zurück. Ist da. Jetzt wollen wir, dass die Kondensatorspannung wieder abnimmt, das heißt, was müssen wir machen? Genau, Strom in die andere Richtung. Und nachdem die Steigung gleich ist, ist auch der Stromlevel gleich. So, zack. Und an dem Punkt hier natürlich wieder die Null. Gut. Dieser Strom hier, der fließt jetzt nicht nur durch den Kondensator, sondern auch durch unseren Widerstand. Und damit er durch diesen, wenn er durch den Widerstand fließt, erzeugt er natürlich wieder einen Spannungsabfall. Jetzt müssen wir wieder berücksichtigen, dass der Strom in diese Richtung fließt. Hier ist schon Ground. Das heißt, wenn wir einen positiven Strom haben, gemäß diesem Bezugssinn, haben wir hier ein negatives Potenzial gegenüber Ground. Und wenn der Strom in die andere Richtung fließt, in die Richtung, dann haben wir einen negativen Strom gegenüber diesem Bezugssinn, aber ein positives Ausgangssignal, weil dann ja die Spannung in diese Richtung abfällt und dann muss hier ein höheres Potenzial sein. Das heißt, wir hören unser Ausgangssignal out, einfach nehmen, indem wir das hier nehmen, spiegeln und dann vielleicht eben noch mit irgendeinem Faktor multiplizieren, damit wir irgendwie da sagen, das ist nicht das Gleiche, sondern das ist halt jetzt eine Spannungslinie. Dann machen wir vielleicht so. Und das ist genau das, was wir uns erwarten würden von einem Differenzierer, wenn wir eben einen invertierenden Differenzierer haben, wenn wir diesen Invertierenden drinnen, dass wenn das Eingangssignal zunimmt, dass wir dann quasi einen konstanten Pegel haben, der nicht null ist, aber wenn die Zunahme hier konstant ist, muss hier der Pegel konstant sein. Und bei der Abnahme genau umgekehrt wie mit anderen Freizeichen. Also was wir hier haben, ist ein Differenzierer, mit dem wir eben anschauen können, wie sich Signale über die Zeit verändern. Das ist ja die Aufgabe vom Differenzieren. Wie ändert sich das über die Zeit? Gut, soweit irgendwelche Fragen? Was war das mit dem Invertiert? Was ist denn jetzt wo ist mit dem Invertiert? Wir haben hier quasi den Bezugssinn für den Strom so gezeichnet. Das heißt, wenn wir hier die Spannung erhöhen, müssten wir positiven Strom hineinschicken. Und das haben wir eben hier durch den positiven Puls sozusagen. Aber der positive Strom, der in die Richtung fließt, macht ja einen Spannungsabfall an den Widerstand in der Richtung. Das heißt, hier ist es weniger Potenzial als da. Und nachdem da aber schon Ground ist, muss dann hier eine negative Spannung sein. Und darum habe ich quasi mit diesem Bezugssinn gezeichnet, bei einem positiven Strom am Schluss eine negative Ausgangsspannung und bei einem negativen Strom eine positive Ausgangsspannung. Sonst Fragen? So,
Dann schauen wir uns diesen Diskussionspunkt an. Das ist nämlich das Wichtigste von dem Block, ist eigentlich dieser Diskussionspunkt. Wir können jetzt differenzieren. Jetzt überlegen wir uns, was passiert denn beim Differenzieren, wenn mein Eingangssignal ein sehr, sehr hochfrequentes Rauschen hat. Mit einer ganz kleinen Amplitude, aber sehr, sehr hochfrequent. Also wenn ich quasi hier zwar diese schöne konstante Steigung habe, aber gleichzeitig habe ich da ganz, ganz steile Peaks rauf und dann einen ganz, ganz steilen Peak runter und wieder einen ganz, ganz steilen Peak rauf. Wie halt Signale in der echten Welt leider ausschauen. Oh ja, das macht was ganz Gewaltiges aus. Beim Integrierer ist es dir wurscht. Da tut es raus. Aber beim Differenzierer, wo ich ja quasi die Änderungsrate anschaue, da kann ich mit zugekniffenen Augen draufschauen und sagen, ja, das ändert sich da kontinuierlich auch. Aber wenn ich genau hinschaue, dann muss ich sagen, das ist eigentlich konstant von unglaublich starken Veränderungen geschüttelt, dieses Signal. Das heißt, dieser Differenzierer, der in der Theorie ganz, ganz unglaublich gut klingt, in der Praxis wird er nicht funktionieren, weil da wird das hochfrequente Rauschen, was halt ganz steil rauf und ganz steil runter geht die ganze Zeit, das wird eine viel größere Komponente haben, als das eigentliche Signal, das wir uns anschauen können. Das heißt, man muss das dann wieder integrieren. Ja, genau. Hat dieses Rauschen, das da spannungsmäßig da ist, funktioniert das auch, wenn, so wie hier, ihr eigentlich alles, was rauscht, wieder eine Strombelastung erzeugt? Also kann dieses Rauschen auch den Strom erzeugen, den es erzeugen müsste? Ja, weil es müssen ja nur ganz, ganz kleine Ströme sein. Okay. Das Wesentliche ist, dass er halt. Was 100 MHz sollten halt nicht überschritten. Ja, also es ist ein echtes Problem. Also das ist der Grund, warum man Integrierer zwar so finden kann, wie wir sie heute gemacht haben, aber kein Mensch wird so einen Differenzierer aufbauen und sich nachher darüber freuen. Also auch aufgebaut hat das sicher schon oft jemand. Man kann das gleiche Phänomen sich auch anders vorstellen. Wir haben uns schon ab und zu Gedanken gemacht über das Verhalten von Kondensatoren bei unterschiedlichen Frequenzen. Und da haben wir dann schon gesagt, bei sehr, sehr hohen Frequenzen ist ein Kondensator irgendwie ein Kurzschluss, wie ein ganz, ganz kleiner Widerstandswert. Hohe Frequenzen gehen da unglaublich gut durch. Das heißt, stellen wir uns einfach mal diesen Fall hier vor. Wir haben einen konstanten Eingang, wir haben am Ausgang quasi einen konstanten Nullpegel, aber jetzt kommt dieses kleine Rauschen dazu. Und das ist kleine, hochfrequente Rauschen, für das ist dieser Kondensator ein Kurzschluss, der kann das gerne einfach da durch. Das heißt, wir haben jetzt ein ganz hochfrequentes Ding, das hier ein Kurzschluss ist, das heißt, dass da ein Widerstand, das stört ihm überhaupt nicht, weil Kurzschluss ist immer besser als Widerstand. Und das wackelt an dem Minuseingang hier von dem Op-Amp. Ich habe gesagt, so ein Op-Amp, der hat eigentlich eine unglaublich große Verstärkung. Also wenn ich da quasi einen Gleichpegel habe, der dafür sorgen sollte, dass der Ausgang genau auf Ground ist, und jetzt gehe ich her und ich wackle an einem der Op-Amp-Eingänge, also ganz leicht herum, dann muss das dazu führen, dass der Ausgang von dem Op-Amp ganz großartig hin und her schwingt. Weil das ist ja die Idee von dem Op-Amp. Wenn ich hier die Spannung zwischen den Eingängen leicht verändere, und das leicht von dem Idealfall abmacht, dass der dann da am Ausgang rumwackelt. Das ist die Idee. Also man kann sich das quasi auch so vorstellen, ohne irgendwie Worte wie differenzieren und integrieren zu verwenden, sondern sich nur darauf zu überlegen, was heißt eigentlich so ein Kondensator bei niedrigen und bei hohen Frequenzen. Was man daher macht, ist, dass man, wenn man differenzieren möchte, so etwas aufbaut. Und wenn man das sehr anschaut, sieht man, das ist eine Mischung zwischen differenzieren und integrieren. Das ist eine Mischung aus beiden Schaltungen. Wir werden uns mit diesen Art von Schaltungen später noch mehr beschäftigen. Das dauert jetzt irgendwie noch ein, zwei Kursabende und dann, oder drei, ich weiß es nicht genau, aber dann kommen wir zu komplexen Wechselstromrechnungen, zu Filterschaltungen. Dann werden wir feststellen, dass dieses Differenzieren und Integrieren, was wir da machen, dass das im Frequenzbereich, dass man dann eben von Hochpassfiltern und Tiefpassfiltern reden kann und dass das eigentlich das Gleiche ist. Und was wir hier quasi machen, ist, dass wir den Differenzierer aufbauen, aber gleichzeitig dem Differenzierer sagen, achte nicht auf hohe Frequenzen. Ich möchte, dass du differenzierst, aber ich möchte, dass du nur in niedrigen Frequenzen differenzierst, sodass das hochfrequente Rauschen nicht drinnen ist. Das schaut dann eben so aus und dann kann man eben da zwei Sachen raussehen. Und eines gibt eine maximale Verstärkung
und kann nicht mehr unendlich stark verstärken. Nicht? Man sagt, wenn man ein Rechteck reinschickt in einen Differenzierer, dann müsste der wahnsinnige Sprünge machen am Ausgang. Das kann der jetzt so nicht mehr. Dafür hat er aber eben, das ist ja dann verbunden, weil man das in Rechteck machen kann, da habe ich ja alle Frequenzanteile drinnen, wie man sich das irgendwie vorstellen kann. Da habe ich so eine obere Grenzfrequenz, wo ich sage, wenn mein Rauschen quasi nur oberhalb dieser Grenzfrequenz liegt, und zwar weit oberhalb, dann wird das gut rausgefiltert. Und wenn mein Eingangssignal, das ich eigentlich differenzieren möchte, weit unterhalb dieser Grenzfrequenz liegt, dann und oberhalb der unteren Grenzfrequenz, die ich da also hingeschrieben habe, dann funktioniert das auch so. Gut. Das war jetzt also der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, wenn man solche Sachen aufbaut. Und in der Praxis stinkt das alles ganz furchtbar. So, dann haben wir noch ein paar Diskussionspunkte. Das erste ist, bei den Op-Amps, wie wir die ursprünglich definiert haben, da haben wir so eine Reihe von, wie die sich verhalten können, abweichend von einem idealen Modell. Und eine der Dinge, über die wir da gesprochen haben, war diese Offset-Spannung. Dass quasi der Punkt, wo der Op-Amp in dem ausgewogenen Zustand ist, das ist nicht dann, wenn die beiden Eingangsspannungen genau gleich sind, sondern da gibt es ein systematisches Offset, das halt mal so und mal so ist, und das weiß ich vorher nicht. Welche Auswirkungen hat denn dieses Offset auf den Integrierer? Ja, Integrierer. Das heißt, dass der Operationsverstärker nicht dann in dem Ruhepegel sozusagen ist, in dem quasi alles ausgewogen und auf Ground oder so ist, wenn beide Eingänge gleich sind, das wäre das ideale Modell, nicht? Op-Amp regelt beide Eingänge auf exakt gleich ein, sondern es gibt einen systematischen Versatz. Also wenn der Op-Amp quasi den Minuseingang anschaut und den Pluseingang anschaut, dann hat er jedes Mal ein bisschen einen systematischen Fehler, dass er ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu wenig misst. Und das ist aber konstant. Also dann weiß ich, der Offset bei der Temperatur jetzt ist ein halbes Millivolt daneben. Das ist die Frage, was heißt das für den Integrierer, wenn der Eingang immer so ein halbes Millivolt daneben ist? Überlegen wir uns quasi diese Schaltung hier und der Eingang, der sollte auf Ground liegen. Den haben wir hart verbunden mit dem Ground-Netz. Aber der Op-Amp hat einen kleinen Offset. Was passiert mit dem Ausgang? Genau, der Ausgang wird abbiegen. Weil wenn ich, was ich hier konstant diesen Offset habe, dann habe ich zwar den Eingang wirklich da mit Ground verbunden, aber weil das halt nicht exakt ein virtuelles Ground ist, sondern ein bisschen daneben, um diese Offset-Spannung daneben, habe ich einen Spannungsabfall an diesem Widerstand. Spannungsabfall an den Widerstand, heißt es ist Strom durch den Widerstand und der Strom fließt durch den Kondensator und der Kondensator wird sich halt sukzessive laden oder sukzessive entladen. Also, wenn ich da natürlich Dinge von Potti oder so habe, die ich mit der Hand einstellen kann, dann ist es sowieso hoffnungslos, dass ich diesen Punkt treffe, dass es eine perfekte Nulllinie ist, aber selbst wenn ich hier einfach das elektrisch wirklich mit Ground verbinde, und dann müsste er ja eigentlich quasi nichts machen, dann müsste er in diesem Nullmodus sein, dann wird er trotzdem ein bisschen driften, weil eben dieser systematische Offset kommt. Gut, was kann ich machen? Wie kann ich einen hier steht, selbst rückstellenden Integrierer machen? Damit ist gemeint, wenn er einen gewissen Wert erreicht hat? Nein, damit ist quasi gemeint, wenn ich quasi den Eingang quasi auf Ground habe, für eine lange Zeit, dann geht irgendwann der Ausgang auf Ground und das bleibt doch so. Dass ich quasi nicht dieses lange Gedächtnis habe, dass vor 2 Jahren mal ein Puls war und seitdem ist der Kondensator geladen. Den Kondensator mit einem Widerstand überbrücken. Genau, den Kondensator mit einem Widerstand überbrücken. Und jetzt kann sich der Kondensator selbstständig entladen. Und wenn ich eben hier wirklich mit Masse verbunden habe, dann habe ich einen kleinen Spannungsabfall, einen kleinen Strom, der da durchfließt, aber der will jetzt diesen Kondensator nicht ewig laden und laden und laden und laden, sondern es wird sehr schnell in einen ausgewogenen Zustand gehen, wo der Selbstentladestrom durch diesen Widerstand ausreicht, um diesen Kondensator zu stabilisieren.
Aber das heißt natürlich dann auch, so wie ich diesen Widerstand eingebaut habe, dass ich eben genau diese Eigenschaft nicht mehr habe. Ich kann ja nicht mehr merken, dass vor 2 Jahren einmal ein positiver Puls war und seitdem ist dieser Level stabil. Aber das ist nicht tragisch, weil das wäre sowieso nie gegangen. Wegen dieser Offset-Spannung und so. Also da verliere ich eigentlich nichts, weil das, was ich da potenziell verliere, das war eine Illusion, dass nur in der idealen Welt funktioniert und nicht mit real existierenden Bauteilen. So. Hm? Der Widerstand ist sehr groß. Der Widerstand ist sehr groß, genau. Und wenn der Widerstand kleiner und kleiner und kleiner wird, dann verhält sich das immer weniger wie ein Integrator und immer mehr wie so ein Mischding. Nicht? Also wir sehen auch, apropos Mischding, wir haben jetzt dieses Mischding hier schon zur Hälfte aufgebaut. Nicht? Wir müssen jetzt nur noch hier einen Koppelkondensator einbauen, dann hätten wir genau diese Schaltung. Nachdem, wie ich jetzt die Kondensatoren und Widerstände bestücke, erreiche ich halt mehr eine integrierende oder mehr eine differenzierende Eigenschaft. Sehen wie lustig ist, weil das sind ja so die groben Gegensätze. Und ich mache einfach so Sachen, die sind halt so ein bisschen differenzieren, ein bisschen integrieren in der Frequenz. Gut. Die letzte Frage hier, wie kann man mit einem Integrierer aus einer Rechteckschwingung eine Dreieckschwingung erzeugen? Und das hast du ja schon gesagt, das kannst du gerne nochmal sagen. Das wäre eh das, oder? Ja, das war das. Wenn ich diese Nullperioden rausnehme, genau, dann habe ich genau das. Ich lade, entlade, lade, entlade. Genau, die wirklich von hoch nach runter gehen. Genau. Wie könnte ich denn noch etwas bauen, das so ähnlich ausschaut wie eine Dreieckschwingung? Nicht exakt wie eine Dreieckschwingung. Naja, schon Dreieckschwingungen der als ein Sägezahngenerator. Man kann dem Ganzen einen Offset geben und das Tastverhalten entsprechend ändern und dann wird es halt links steil oder rechts steil. Das habe ich nicht gemeint, also das ist schon wahr, ich kann diese Sachen machen und dann ändert sich das ein bisschen über eine andere Schaltung. So, machen wir das. Die hier. Der Schmidt-Trigger. Genau, der Schmidt-Trigger-Oszillator. Da haben wir quasi hier 2 Punkte. Ich kann das als Ausgang nehmen, dann habe ich ein Rechteck. Oder ich kann natürlich die Lade-Entlade-Kurve von dem Kondensator nehmen. Und wenn die Schwellen von dem Schmidt-Trigger so bei 1/3 und 2/3 der Versorgungsspannung sind, also nicht ganz nahe an der Versorgungsspannung, dann habe ich jetzt eine RC-Ladekurve, also das ist nicht exakt passiert, dass das wirklich gerade sind, sondern die sind dann immer so leicht gebogen, aber wenn halt die Schmidt-Trigger-Schwellen nicht so nah an der Versorgungsspannung sind, schaut es noch immer sehr aus wie ein Dreieck. Und für die meisten Anwendungen ist das völlig ausreichend. Und wir haben ja auch hier ein sehr ähnliches Funktionsprinzip. Im Grunde, wir laden und entladen einen Kondensator, indem wir einen Widerstand verwenden, um aus einer Spannung einen Strom zu machen. Was machen wir? Wir haben hier einen Kondensator, den wir laden und entladen, indem wir einen Widerstand verwenden, um aus einer Spannung einen Strom in die eine oder andere Richtung zu machen. Der Unterschied ist, dass wir hier quasi immer die Masse als Bezugspunkt haben. Und damit kann ich hier auf 1 Volt gehen und ich habe einen konstanten Strom, egal was der Kondensator macht. Während hier, wenn ich auf die Versorgungsspannung raufgehe und der ist gerade fast entladen, habe ich einen größeren Spannungsabfall an den Widerstand und dann lädt sich der Kondensator schrittweise und nimmt mir einen Spannungsabfall von dem Widerstand weg. Und während sich der Kondensator lädt, flacht die Kurve ab, weil der Strom immer weniger wird, weil halt immer weniger Spannung an den Widerstand abfällt. Und das ist das, was diese Schaltung sozusagen besser oder genauer macht, dass ich hier die Masse stabil halten kann und damit dieser Strom sich nicht ändert mit der Zeit. Aber das Funktionsprinzip ist genau das gleiche. So, da ist eine Übung, die machen wir jetzt nicht, aber wenn bei der nächsten Experimentiergruppe jemand da ist, der sich dafür interessiert, dann kann man das gerne aufbauen. Ich möchte jetzt nur kurz darüber reden, wie man das grundsätzlich machen würde. Bauen Sie eine Schaltung mit einem Potty und 2 LEDs auf. Wenn das Potty gedreht wird, soll einer der LEDs leuchten und die Drehrichtung anzeigen. Also es soll sozusagen egal sein, auf welcher Stellung der Potty ist, aber während ich den Potty nach rechts drehe, leuchtet die eine LED. Und während ich den Potty nach links drehe, leuchtet die andere. Und wenn ich den Potty nicht angreife, leuchtet keine LED. Wie würde ich so eine Schaltung aufbauen?
Genau, ich mache einen Differenzierer, und zwar die bessere Version, die die hohen Frequenzen und so nicht berücksichtigt. Dann bekomme ich eine kleine positive Spannung in der einen Richtung, ich kriege eine kleine negative Spannung in der anderen Richtung. Wie mache ich jetzt daraus, dass die LEDs leuchten? Gepult an der richtigen Stelle. Ja, worauf ich hinaus, weil ich tue noch einen Komparator dazu hängen. Und das kann ja ein weiterer Operationsverstärker sein ohne Rückkopplung, weil ich kriege vielleicht nur ganz kleine Spannungen und ich will ja, dass die LED richtig stark leuchtet. Das heißt, ich vergleiche dann diese Spannung einfach noch einmal mit Ground und wenn es quasi ein bisschen, also brauche ich ein dieses Fenster, aber wenn es dieses Fenster überschreitet und über Ground ist, dann mache ich die LED in die eine oder andere Richtung. Gut. Also ich mache dann zwei Komparatoren für die eine LED ein, für die andere LED ein und die Schwellen mache ich eben so, dass ich ein bisschen einen Ausschlag in die richtige Richtung haben muss. Wenn ich dann ganz, ganz, ganz langsam drehe, dann mache ich natürlich nichts, weil er dann nicht unterscheiden kann, ob das nicht vielleicht das Rauschen ist mit einem kleinen Pegel und Pegel. Okay.